So, meine Lieben, dann sage ich hallo und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder 2 in unserer kleinen Kampagne, die da heißt Kentaro muss zerstört werden! Gut, das hat schon mal einigermaßen geklappt. Ich muss überlegen, wie war denn das? Und wir spielen das Startabenteuer Der Untergang von Pestein! Okay. Nicht der Einmarsch in Pestein oder Blitzkrieg in Pestein, sondern der Untergang von Pestein. Hat 13 irgendwie zurückgepestet. Zurückgepestet. Meine Güte, das eskaliert hier schon wieder. Bam, bam, bam. In der letzten Runde hatten wir eine kleine Besprechung oder ein kleines Interview mit einigen Leuten. Ihr habt den Bürgermeister kennengelernt, habt nochmal mit der Köchin gesprochen und sie auch dazu überredet, zurückzukommen. Habt mit Edra eine kleine Unterhaltung gehabt bezüglich der Pferde und Flöhe und dergleichen. Und den seid Licht von Felis kam. Oder so ähnlich. Und seid jetzt wieder befindlich inmitten von Peststein stehend vor der Futtermühle. Also, was tut ihr? Zuerst die Häuser durchsuchen oder mit Trin oder Yalom reden? Ich glaube, wir sollten als erstes mit Trin reden. Ja, lass uns sehen, ob wir Trin finden können. Da Trins Haus ja im Süden ist, werden wir Yalom wahrscheinlich nicht auf einen der Felder dort finden. Ja, dann können wir gleich fragen, ob sie weiß, auf welchem er sich rumtreibt. Naja, es handelt sich hierbei um Rübenfelder, nicht um Maisfelder. Es wird, glaube ich, nicht schwer sein, eine Person auf einem großen leeren Feld zu erkennen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Oder Rüben. Na gut. Na gut. Dann zu Trin. Zu Trin. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Guck in den Himmel. Früher Nachmittag würdet ihr meinen. Also was? Wir haben noch gar keinen Mittag gegessen. Das ist richtig. Ihr habt noch keinen Mittag gegessen. Es ist jetzt so gegen Mittag, gerade mittags vorbei, würdet ihr meinen. Ja, nachdem wir bei Trin waren, würde ich sagen, essen wir was zum Mittag. Bin einverstanden. Transition. Ihr lauft hinunter zu Trins Haus. Ich habe es euch unten noch einmal markiert und muss jetzt selber einmal kurz für die Zuschauer runtergehen. Es ist etwas abgelegen vom eigentlichen Ort, also nicht direkt an Etrans Tor, denn so heißt das Dörfchen ja eigentlich und nicht Peststein. Auch wenn es überall so genannt wird, sogar von einigen, wenigen Einheimischen. Als ihr euch Trins Haus nähert, merkt ihr, es ist eigentlich ziemlich ruhig, bis auf eine Kleinigkeit. Ihr hört einen Mann schreien. Ah! Ah! Ich schaue und es wird lauter und wieder leiser und wieder lauter und wieder leiser. Was ist denn schon wieder los? Er bewegt sich noch, das heißt, es kann nichts Schlimmes sein. Man sieht sich nach der Quelle des Schreis um. Hallo? Ihr seht eine Hütte, eine recht große Hütte, dahinter die Rübenfelder oder einige der Rübenfelder. Und was euch im Besonderen auffällt, ist Folgendes, und zwar ziehe ich euch einmal rüber. Oh, eine Karte! Zuerst seht ihr einen Mann um die Ecke biegen, im Sauseschritt. Oh nein. Und direkt hinter diesem Mann um die Ecke, verfolgend praktisch, auch im Sauseschritt, im Galopp könnte man was sagen. Und zwar im Schweinsgalopp. Immer wieder gerne. ein Wildschwein, das ihn jagt. Ich schaue leicht amüsiert und leicht verwundert, überrascht, diesem Wildschwein und dem Mann hinterher. Kommt das nicht entgegen? Ja, es kommt euch praktisch gerade um die Ecke entgegen. Den Mann sehen wir nicht, aber das Wildschwein. Für den Mann habe ich jetzt keinen Token, aber das Wildschwein sehen.
ziehe langsam mein Rapier. Leon, gehört das Wildschwein dir? Nein, gehört es nicht. Also, wir müssen ihm helfen. Etwas zum Mittagessen! Dem Mann oder dem Wildschwein? Zu uns! Komm zu uns! Und ich würde eine Schneise bilden wollen. Leon hat sofort den Bogen in der Hand. Er hat ihn immer noch in der Hand, er hat einen Pfeil in der schon gezogen. Eine Schneise! Lock es zu mir! Alle Scheiße mit der Schneise. Leon, runter von der Straße! Der Mann kommt auf euch zugerannt. Und hechtet zwischen euch durch. Den hab ich. Das Wildschwein hinterher. Ich gehe zur Seite. Ihr dürft alle einmal auf Initiative würfeln. Was war denn das für diesmal wieder Wurf? Eine Flasche steht im Weg. Woran sollen wir denken? Zuerst euren Token auszuwählen, damit ihr können oder auch. Scheiße, ich hab's vergessen. Deswegen sag ich das. Ja, das war ein bisschen zu spät, da war ich zu schnell. So, Emilius. Ich stürm gleich einfach ran. Er stürzt sich ans Wildschwein. Ja, also sehe ich denn, dass Kälber schon im Begriff ist, loszurennen? Du kennst Kälber, also grob. Gut, dann gehe ich nach vorne. Du hast ihn schon einmal kämpfen sehen. Du siehst schon, wie er rumhibbelt und. Ja, den hibbeligen Kälber. Komme ich neben das Wildschwein oder würde das. Ich weiß nicht, Bewegung innerhalb der Kampfreichweite, löst das Gelegenheitsangriffe aus? Also, wenn ich drin bleibe? Also, er braucht erstmal sowieso das Talent Gelegenheitsangriffe. Richtig, also, stimmt. Wenn es Gelegenheitsangriffe kann, dann würde ich kühn behaupten, ja. Und ich würde es kühn. Also, ich würde es bezweifeln bei einem Wildschwein. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Eine Aktion volle Bewegungsreichweite. Ja. Du stehst neben dem Wildschwein. Oder du rennst neben das Wildschwein. Okay. Mit einer Zwillingsfinte. Also Kurzschwert und Rapier. Gesundheit. Gehen auf den Feind nieder. Oh, die Zwillingsfinte. Ist das richtig rum? Sind wir hier? Du warst rum, du so. Nee, jetzt muss. Die Film muss in die andere Richtung. Bei mir. Bei mir muss Philipp in der Richtung, aber gut. Und übrigens, Franz ist dazwischen. Franz, du musst verbinden. Du machst alles ab. Ja, mach doch die Bindung, Franz. Warte. Okay. Ich setze die Phoenix-Finte ein. Und der erste Angriff kommt mit dem Rapier und ist ein Patzer. Ja. Schau dir das schon mal. Aber es ist ein Angriff, der zweite kommt trotzdem noch. Diese eine Aktion. Das wäre sowieso ein Patzer gewesen. Nochmal. Ich weiß gerade nicht mehr. Der zweite. Ja. Ist gut. Der trifft. Und der ist auf dem falschen Fuß dafür. Deshalb kriegt er noch mein 1W6 Schaden. Wie lange bleibt er auf falschem Fuß? Das ist jetzt nur für den Angriff, für den zweiten. Da kriegt er 8 Schaden. Schade. 5 davon Slashing und 3 Präzisionsschaden. Falls das wichtig ist. Ja, manche sind. Also, du kommst angerannt. Lässt sich so ein bisschen. Ja, gleiten praktisch mit beiden deinen Nahkampfwaffen in die Seite des Biestes. Bleibst aber mit welcher hast du zuerst angegriffen? Rapier. Bleibst aber mit deinem Rapier so ein bisschen an dem Hauer der Bestie hängen und der landet neben dir. Also, du könntest du nachher noch einmal aufheben, aber hast ihn momentan verloren. Okay. Ja? Ja. Okay. Ah! Kevo! Das Vieh hat eine dicke Haut! Da komm ich! Dicke Haut. Kevo sprintet auch nach vorne
Und mit einem heftigen Sprungangriff schlägt er mit seinem Zweihänder nach dem Wildschwein. Mehr als gespannt. Das ist ja traurig. Warte, minus 2 auf seine Verteidigung, weil er flankiert ist und damit auf dem falschen Fuß. Nee, warte mal. Irgendwas stimmt hier doch mit dem Schaden wieder nicht. Doch, ich habe eine 4 und eine 1 gewürfelt. Okay, das ist ja nicht. Das ist ja. Aber es trifft auf alle Fälle. Aber Kevor sprintet los, setzt zum Sprungangriff an, rutscht aber im Schlamm aus und rutscht mehr gegen das Wildschwein und schwingt nochmal sein Zweihänder so. Oh. Ja, du bodyslamst das Biest mehr. Ja, mehr ein Bodyslam als ein Schlag mit den Zweihänder. Hast du ihn wahrscheinlich mit deinem voluminösen Knie die Rippe gebrochen oder sowas? Das voluminöse Knie. War das alles? Ein Knie. Einmal hinlaufen, ja. Einmal, oder wie ist das? Ja, einmal hinlaufen und einmal heftig, ja, das ist alles. Ein heftiger Angriff, genau, okay. Syana. Ich ziehe meine Handarmbrust, lege einen kleinen Bolzen ein und feuere auf das Wildschwein. Tue sie dies. Für die Ehre. Für die Ehre. Das ist 3. Ja, ein Schaden. Auf alle Fälle triffst du. Krong. Ist es vergiftet? Nein. Schade. Hast du nicht beim letzten Mal auch schon einen Schaden gewürfelt mit deiner Armbrust? Die macht ja die auch lübt. D6. Ja. Ist eine kleine Armbrust, ne? Ist eine Handarmbrust. Für eine Hand. Ja, und dann lade ich einmal nach und schieße tatsächlich noch einmal mit einem Malus von... Minus 5. 22 minus 5 sind 17. Oh. Haarscharf verfehlst du die Bestie, denn Bolzen schrammt noch praktisch so an ein paar Haaren entlang. Oh oh. Aber ja. Nicht getroffen. Dann ziehe ich aus meinem aus meiner kleinen Gürteltasche noch eine grünlich-gelbe Fiole und das war's. Aber dann ist das Wildschwein dran, das sich auf den ersten wirft, der sich ihm genähert hat. Und zwar Emilius. Kelvor? Kelvor, warst du es? Trifft dich eine. Ne. 26. Der Wildschwein ist aber ein gutes Wildschwein. Wie groß ist denn das? Also Wildschwein, die sind ja schon ordentlich, die Viecher. So ein großer Eber. Ach, das ist ein Eber. Das trifft ja. Ausgewachsener Eber, da hat so bestimmt auch so, schon so ein paar Kampfnarben und so, ne? So ein paar Hauer und Kampfnarben. Ja, na klar. Ja. Eine Kette aus menschlichen Totenschädeln. Kommt wieder der Waldgott aus dem Wald. Eine Kette aus menschlichen Totenschädeln, richtig. Damit hat er mir 2 Drittel meines Lebens abgezogen. Oh boy. Dann wirft er sich herum auf die andere Seite und versucht auch Kelvor seine Hauer ja, Seite aber mit einem Malus von 5 ist es ja quasi unmöglich für ihn, das zu treffen, außer... Da ist der Malus von 5 noch nicht mit drin. Dann trifft er genau. Oder vergewinnt er... Nee, muss er die treffen oder drüber kommen? Ich vergesse das. Treffen. Scheiße. Dann trifft er auch dich mit 11. Komm schon. 11, oh Gott. Junge, der zerfleischt euch da vorne her. Ja. Nein. Der Hauer bohrt sich in meine Seite. Ich werde gleich nach oben geschleudert. Kotzt Blut erstmal über. 1, 2, 3. Und der nächste, der letzte Angriff mit minus 10. Geht auch. Reicht aber langsam. Eine 11 trifft dich bestimmt nicht. Nee. Nee. Sieht auch schmerzhaft aus, der trotzdem noch ja, der hat ja auch zweimal richtig gut gewürfelt. Nee, der kriegt einfach plus 4 auf Angriffe, krass. Okay. Plus 4, nee. Krass. Nee, der kriegt nicht plus 4. Der kriegt plus 10, der macht plus 4 Schaden. Besser als ich. Leon. Das Wildschwein. Vorne das Wildschwein, das wild um sich, ja, sich dreht und seine Hauer und seine Zähne in deine Gefährten jagt. Schuss! Ja, Leon sieht das.
Ich gebe euch Feuerschutz! Vorsicht! Und du hast noch deine Fähigkeit. Zielbeute. Seine Beute, ja. Genau. Das Übliche halt. Und gibt einen Schuss ab. Der eine 7 trifft übrigens nicht. Das ist der nächste Patzer. Und sogar beim Schaden habe ich auch eine 1 gewürfelt. Was ist denn das? Das ist ein guter Start in den Tag hier, Leute. Ich verfehle maßlos. Oh oh. Der Pfeil schießt weit über das Ziel hinaus. Nein. In der Eile, euch zu helfen, habe ich mein Ziel mal bitte nicht. Einen W20 nochmal hinterher. Er hat ja nur einen Schaden gewürfelt, von daher. Ja, aber trotzdem. Das ist schlimm für mich, ich habe nur noch 6. Ein W20? Ja, okay. Nochmal einen W20. Nimm mich. Das ist hoch, das ist gut. Wahrscheinlich geht's Kelvor. Du bekommst einen Pfeil, also ganz knapp einen Pfeil, der an deinem Bein entlang streift und dort einen Kratzer hinterlässt. Es blutet, du kriegst einen Schaden. Da schreit er jetzt mehr auf als beim Pfeiler, oder? Ja, er schreit mehr, weil er schockiert ist. Ja, das ist der Schock, ja, nicht der Schmerz. Der Verrat. Du musst den Tieren des Waldes helfen. Ich helfe dir gleich. Das meinte er nämlich. Als er gesagt hatte, wir müssen ihm helfen, meinte er den Eber. Ja, als er sagte gerade, ich gebe euch Feuerschutz, meinte er auch den Eber. Ich gebe dir Feuerschutz. Lauf weg. Ich weiß nicht, war das eine Aktion? Ist das eine Aktion? Er kann nochmal schießen. Ich darf nochmal schießen. Zweimal. Jetzt das andere Bein. Nein, ich darf nur noch einmal schießen. 5, also tue ich auch nicht. Hä? Ja. Was ist denn eine 19 hast du da, oder? Achso, minus 5. Minus 5. Ja, 14. Ja, trifft nicht. Und der zweite Pfeil schlägt so kurz vor dem Wildschwein ein. Ich streich mir mal zwei Pfeile, ne? Emilius, ihr werdet von Pfeilen bombardiert. Oh, Scheiße! ich komme gar nicht dazu, irgendeinen Kommentar dazu abzugeben, weil sich mein Mund mit Blut gefüllt hat. Dass ich ausspucke und dann zu weiteren Schlägen gegen das Wildschwein aushole, und zwar so viel, wie mir möglich sind. Bitte. Rapier mit einer 25, minus 2 auf seine Verteidigung. Der Rapier liegt doch noch. Was? Der Rapier liegt noch auf dem Boden. Ja, den hebe ich auf. Für eine Aktion. Ja. Danach kannst du das gerne machen mit 25. Ich greife schnell nach dem Rapier und steige sofort nach oben. Das sind 9 Schaden. Ja. Und dann kommt das Kotschwert hinterher. Welches nicht trifft. Scheiße. Du versenkst das Rapier tief in dem Wildschwein, in seine Seite. Das Blut quillt daraus dunkel hervor. Lässt sein Fell noch dunkler erscheinen. Aber das Kurzschwert scheint wenig auszurichten. Prallt also an einer Rippe ab. Kelvor. Kelvor holt zuerst zu einem seitlichen Schlag aus gegen die Flanke des Wildschweins. Ja. Ein einfacher Schlag mit seinem Zweihänder. Trifft, aber mit 5 Schaden nicht, nicht so doll. Mach es kaputt! Du tötest das Wildschwein. Bein! Ja! mit wenig Kraft versenkst du dein Bastardschwert war es, oder? Zweihänder. Entschuldigung. Versenkst du dein Zweihänder in dem Wildschwein, das etwas schwankt und dann zu liegen kommt.
und sich nicht mehr rührt. Ich habe das Vieh ein wenig unterschätzt. Es ist ein Wildschwein. Ich ziehe mir den Pfeil aus dem Bein. Der ist an deinem Bein langgeschrammt, der ist nicht an deinem Bein. Achso, Entschuldigung. Ich ziehe die abgebrochene Spitze aus meinem Bein. Nein, auch nicht. Ich streiche mir meinen Kratzer, okay. Das ist immerhin ein Schaden, also komm, mach dir nicht gleich ins Hemd. Wer hat auf mich geschossen? Der Mann, der hinter euch stand. Oh, danke. Das hat mich schon eine ganze Weile gejagt. Oh. Ihr seht, geht's euch gut? Nein. Nein. So gar nicht. Doch, eigentlich schon. Wenigstens zweien geht es gut. Leon eilt sofort an die Seite von Emil und sammelt die Pfeile wieder ein. Weg da. Stützen. Da er offensichtlich sehr schwer verwundet ist. Also du stützt Emil, ja? Ja. Vielleicht lasst uns erstmal reingehen. Vielleicht kann sich Trin eure Wunde ansehen. Sie ist jetzt keine erfahrene Heilerin oder so etwas, aber ich glaube besser als nichts. Oder vielleicht habt ihr jemanden dabei, der sich darum kümmern kann. Ich bin übrigens Marni. Wer? Marni. Marni. Trins Bruder. Wie viele Leute gibt es in diesem Dorf? Genug. Glaub mir. Glaub mir, genug. Wessen Bruder? Trins Bruder. Von Trin. Gut, in dem Moment öffnet sich die Tür. Oh, bei den Göttern. Ich hoffe... Oh, nein. Nein, nein, euer Dank ist uns genug in Münzen. Sie kommt zu ihrem Bruder und umarmt ihn. Dass es dir gut geht. Hier sterben Leute. Immer wieder gern. Als Leon quasi in Emis Richtung rennt, läuft sie an einer relativ normalen Geschwindigkeit zu den beiden und sieht... zwei kleine rötliche Fiolchen raus und hält dann euch beiden quasi jeweils eins hin. Oh, klasse, Erdbeersaft! Lecker! Klirr! Hast du den noch gebraucht? das leere Glas zurück. Also nicht unbedingt gebraucht, aber hier gibt es Leute, die barfuß laufen. So, ich würfel, wollt ihr? Ach, bitte deine Tränke. Okay. What the fuck, what just happened? Erstmal kommt der Kell, wo er. Und dann kommt der Emil mit der 4. Moderat würde ich. Oder? Ja, moderat. Bin sehr nicht schlecht. Ich kann mir gleich nochmal die Wunden genauer anschauen, aber es sollte zumindest euch vom Umkippen hindern. Ja. Dankeschön, Diana. Sehr lecker. Richtige Wundertränke. Ganz liebevoll wird sich natürlich sofort um euch gekümmert, wie ich merke. Mhm. Lass uns erstmal reingehen. Drin, ja, genau. Also die Geschwister würden euch auch reinführen, respektive er würde euch helfen, wo es geht. Also stützen vor allem. Würde jetzt nochmal nachschauen, wie er heißt, aber meine PDF öffnet sich gerade nicht. Ich glaube, heute Abend gibt es Wildschwein-Gulasch. Ich werde mich gleich später darum kümmern. Nach drin zu drin. Marni. Gibt es Marni hier auch als Charakter im Dings? Oder nein, schreiben wir uns den so auf? Wir schreiben uns den mal vollkommen auf. Uninteressanten Bruder von drin. Ja, falls wir den nochmal ansprechen müssen, würde ich schon gerne den Marni. Marni. M-A-R-N-E-N-Y. So. Marni.
Itzofarni. M-A-R-N-Y. Es klingt nach einem Frauennamen, ich weiß. Mari. Marni. Marni. Ich hab vielleicht Money im Kopf, aber gut. Money, Money. Ihr werdet hinein verbrachtet. Es ist eine einfache Behausung. Alles sehr schlicht. Es gibt dort einen großen Tisch, zu dem ihr gebracht werdet. Trin setzt sofort auch einen Tee auf, damit es um euch gesorgt ist, praktisch. Wenigstens dahingehend. Es war ja ein Glück, dass ihr zur Stelle wart. Marni wäre noch ewig Runden gelaufen. Naja, bis ihm die Puste ausgegangen wäre. Und ich glaube, so ein Wildschwein hat mehr Puste. Wir haben ihm gerne das Leben gerettet. Diese Biste sind zäh. Ihr seid zu gütig. Kann ich euch etwas anbieten? Ein paar Rüben? Eine Belohnung ist nicht nötig, doch würden wir gerne eine nehmen. Wie gesagt, ich könnte euch ein paar Rüben zubereiten. Da, wo ich herkomme. Die halten sich eine Weile. Ich hab Rübengelee gemacht. Habt ihr irgendwas zum Mittag gemacht? Ich hab gehört, mit Rüben kann man viel Geld verdienen. Ja. Wenn ihr noch Reste vom Mittag habt, dann reicht das, wir hatten noch nichts. Nein, natürlich. Ich habe noch etwas Brot und... Naja. Ich bringe euch etwas. Ist das Rübenbrot? Sie bringt euch etwas. Sehr traurig hier. Haben alle bestimmt eine gute Hautfarbe. Alle aus wie Waldram. Es gibt verschiedene Arten von Rüben, ja. Zuckerrüben, Mohrrüben, ja. Rüben. Kohlrüben. Schwarzwurzeln. Ja. Ihr sitzt dort. Wollt ihr noch einmal mit Heilkunde, mit Medizin darüber schauen? Würde ich machen, sobald wir drin sind und die Zeit haben. Wie gesagt, also ihr werdet reingeführt und an den Tisch gebeten. Wie gesagt. Schiebt ein bisschen so den Stuhl weg vom Tisch, damit ein bisschen Platz ist, damit man sich die Wunden angucken kann. Und zieht dann mein Wams nach oben. Ach du Scheiße. Ja. Ich fange bei Kelbo an, der ist weniger wehleidig. Ich weiß ja nicht, gibt es da irgendwie lebenswichtige Organe? Ein paar. Ich glaube, die Leber ist hier. Wenn du die Frage noch stellen kannst, ist damit nichts passiert. Oh. Bedauerlich. Ich finde gut, dass du mit Kelbo angefangen hast. Das war auch der falsche Skill. Das stimmt. Da kommen noch plus 2 drauf, das heißt 11. Das heißt, es ist ein totaler Fehlschlag, aber... 15 brauchst du, ne? Genau. Aber du wirst auch nicht geheilt. Ihr habt hier öfter Probleme mit Tieren, kann das sein? Eigentlich nicht. Bin überrascht, dass das Wildschwein keine Säure gespuckt hat. Was? Säure? Nicht wichtig. Ja. Wobei, ist das normal, da wo ihr herkommt? Also, vielleicht sollte ich euch das erzählen. Wildschweine spucken normalerweise keine Säure. Wölfe auch nicht. Das ist richtig. Ich sehe, trotzdem ihr seid ein Wildschwein. Trotzdem haben wir einen gesehen, der Säure gespuckt hat. Was? 30 Minuten weg von hier. Ja. Nein, das sagt mir nichts. Ist ja auch nicht so wichtig. Vielleicht war es eine Art Zauberwildschwein. Wolf. Vielleicht seid ihr aber auch einfach nur in sein Revier eingedrungen. In dem Säurewolf? Nein, nicht beim Säurewolf. Ich rede vom Wildschwein. Aber Wildschweine, greifen die einfach so Leute an? Ich dachte... Ja. Ich dachte mal, es sind so die Weibchen, die ihre Kleinen beschützen. Ich dachte, das ist vor allem... Was sind denn... Ja, tun sie. Damit sie provoziert und sie sich bedroht fühlen. Tiana! Ich bin hier noch beschäftigt. Also ein Fuß am Rücken und ziehe wie so verbannt fest. Vielleicht will ich gar nicht. Ist mein Gedanke, ich sage nichts.
Bein muss ja irgendwie abge... Egal. Genau. Oh, was ist denn hier am Bein passiert? Könnte ich entzünden. Ich glaube, da müssen wir amputieren. Naja. Wir nehmen es ihm nicht übel. Es war ja im Nahkampf. In der Hitze des Gefechts kann das sicherlich mal passieren. Zum Glück war kein Feuer am Pfeil oder so. Marni kommt kurz nach euch rein und ihr seht, er hat sich wohl etwas Wasser ins Gesicht gespritzt und ist jetzt nicht mehr ganz so außer Puste wie gerade eben. Danke nochmal. Ihr wart zur rechten Zeit am rechten Ort, könnte man sagen. Vielen, vielen Dank. Er schaut nochmal raus. Ich habe nicht viel, was ich euch geben könnte, aber wenn ihr wollt, könnte ich das Wildschwein häuten und kochen. Klingt nicht schlecht. Gerne, ich werde euch gerne dabei helfen. Besser als nichts. Das soll doch eine Belohnung sein, da braucht ihr mir nicht helfen. Und dann gehe ich zu Emil rüber mit meinem Besteck. Wie ihr meint. Mit meinem kalten, kalten Besteck. Mit dem eiskalten Blick. Das auch. Und fange auch an, ihn zu verarzten. Das beschreibe ich dann, nachdem ich gewürfelt habe. und sind es 1d8? Was war's? Grundregelwerk. Kannst du dir auch bei den Aktionen mal eine Seite abspeichern? So, stimmt, könnte ich machen. Ja, da habe ich zum Beispiel auch Finte. Das ist auch so eine allgemeine Sache, die jeder machen kann. Ich dachte mir, naja, Finte für auf dem falschen Fuß, das kann man ja auch mal benutzen. Wir sind aber nicht zufällig hier vorbeigekommen. Wir wollten eigentlich Trin ein paar Fragen stellen. Trin dreht sich um. Gestern Abend. Gestern Abend in der Futtermühle. Wegen der Schlägerei, ja. Oder? Ja. Ihr seht, sie hat noch ein Pfeilchen und eine Platzwunde, die abheilt. Ja, das war schon eine ganz schöne Schlägerei. Ich habe ein bisschen was abbekommen und bin dann sofort los. Ja. Einiges durch die Luft geflogen. Ja, so ein Humpen hat mich direkt im Gesicht getroffen, danach bin ich schnell abgehauen. Ja, das ist schlau gewesen. Was für Leute werfen nur mit Bierkrügen durch die Gegend? Alle in der Taverne, alle! Ich habe einige gesehen. Mit einem Seitenblick auf... Also einen unauffälligen Seitenblick auf Emil. Wahrscheinlich dieselben Leute, die auch Sachen anzünden. Jedenfalls. Ist euch irgendetwas aufgefallen noch an dem Abend? Irgendwer, der ebenfalls eilig die Taverne verlassen hat, durch die Straßen gestürmt ist, abgesehen von der Wirtin. Die Namen sind noch so frisch. Warte, ich hab's gleich mit D. Delma? Delma, genau. Delma hat ja den Büttel geholt. Rollt. Rollt Garley, ja. Ja, sonst irgendwen noch auf der Straße rumhetzen oder vielleicht sogar schleichen sehen? Nein, ich hab dort niemanden sonst gesehen. Doch, Ritter Krent habe ich dort gesehen. Er hat kurz nach mir die Taverne verlassen, glaube ich. Aber es ist alles so verschwommen sonst. Ihr wisst also nicht, in welche Richtung er so gegangen ist. Nein, ich habe nicht darauf geachtet. Ich bin dann sofort nach Hause. Ich war ganz düselig von dem Treffer. Na toll. Was wisst ihr eigentlich von Ritter Krent? Während Emil das sagt, hau ich ihm so eine Nadel und Faden in die Seite. Au, Vorsicht! Das ist nicht zum Reinhauen gedacht! Stell dich nicht so an. Ich weiß nicht, Ritter Krent ist vor einiger Zeit hier aufgetaucht. Und ja, seine Reisegenossen sind ohne ihn los.
Er hat wohl viel gesehen und scheint einiges wohl vergessen zu wollen. 13? Eine Wunderheilerin. Einiges vergessen zu wollen. Er hat nichts von seiner Vergangenheit erzählt, oder? Nein, nein, hat er nicht. Aber ich muss sagen, wir haben auch nicht gefragt. Was waren das für Leute, mit denen er hier war? Ich weiß es nicht ganz genau. Einige Handelsreisende, soweit ich weiß. Flüchtlinge. Flüchtlinge aus dem Norden, oder? Ich glaube schon. Keine Lokalen. Was wisst ihr von, also über Finnick? Oh, Finnick. Nein, also er ist eigentlich ein ganz netter, sehr schreckhaft, sehr scheu. Haut meistens ab, sobald es irgendwie handgreiflich wird. Hält sich zurück, ist meistens in der Küche und hilft dort. Und wo schläft er? Wo wohnt er? Ach, hier und dort in einem der runtergekommenen Häuser oder Schuppen oder manchmal auch bei den Stallungen, wenn Edra ihn nicht erwischt. Wechselt also durch? Soweit ich weiß, schon. Kannt ihr Bord gut? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe ihn ab und an bedient und seinen Geschichten gelauscht. Die waren wirklich gut. Ja, das stimmt. So ein netter Mann. Aber im Dorf hatte niemand irgendetwas gegen ihn, was man so mitbekommen hätte können. Nicht, dass ich wüsste. Er handelt halt mit den Leuten hier vor Ort, vor allem mit der Futtermühle. Und einige private Händel. Handel? Ihr wisst schon. Handlungen. Gibt es eigentlich im Dorf eine Frau, die hinzugezogen ist, die nicht zu den örtlichen Familien gehört? Meint ihr Amora? Ich weiß noch nicht, wen ich meine. Wer ist diese Amora? Amora ist die Köchin. Genau. Ah, genau. Viele Namen. Ich war nie gut mit Namen. Wir sind ja auch erst seit gestern hier und es sind sehr viele Namen. Unfassbar viele Namen. Warum sagt ihr das? So viele Namen. Und so viel Pause dazwischen. Wann kam denn Amora hierher? Oh, vor einiger Zeit, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und ist eine hervorragende Köchin. Oh ja, das ist sie wohl. Wo auf den Feldern finden wir eigentlich Yalom? Meistens ist er auf den Feldern westlich von hier. Praktisch, wenn ihr rauskommt, dann gleich geradezu. Er müsste jetzt sicherlich aus einer Mittagspause zurückkommen. Tja. Und sonst ist euch nichts in der Taverne aufgefallen. Wie genau kam es dazu, dass die Schlägerei angefangen hat? Ich weiß es gar nicht so genau. Also soweit ich weiß, waren Yalom und Koldral. Koldral war an dem Tag für die Getränke zuständig. Ich habe das Essen und hauptsächlich natürlich euren Tisch versorgt. Ihr habt auch den Brei an den Tisch gebracht. Den Steckrübenbrei, ja. Ich hoffe, er hat geschmeckt. Ja, sehr gut. Gut, Stille. wer war denn noch? Hatte noch Kontakt mit dem Brei?
Na, ich nehme an, alle, die ihn gegessen haben. Und die Köche natürlich, Amora und Finnick vielleicht und Konrad vielleicht. Ansonsten, die Küche ist ja nicht abgeschlossen. Wieso? Naja, der Rübenbrei für Bord ja. War seine Todesursache. Todesursache? Ihr meint... Er wurde vergiftet. Er ist tot? Bord weit nicht mehr unter uns. Er war jetzt gegangen. Oh. Was? Das ist wir dachten, ihr habt vielleicht schon davon gehört. Ja, sehr schrecklich. Nein, ich lag im Bett den ganzen Tag wegen der Kopfschmerzen und der Wunde. Tut mir leid, dass ihr es so erfahren habt. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ihr gar nicht mitbekommen habt, dass... Ich dachte, im Dorf spricht sich das vielleicht auch. Das ist ja auch. Schrecklich. Und das bei uns in der Futtermühle. Ich möchte sehen, ob sie nie wirklich traurig ist. Jesus Christus! Ja, wir müssen ja irgendjemanden mal verdächtigen. Ja, ich schau da. Die Investigationsbrillen sind aufgesetzt. Was muss man das... Worauf muss man da würfeln? Wahrnehmung. Also Perception, okay. Ach, wo ist denn jetzt schon wieder? Ich hab zu viele Sachen offen hier. Gut. 23, 24, 23. Ich schau ganz genau hin, so. Ja, was hat sie zu verbergen? Alle lehnen sie so rüber. Sie wirkt ernsthaft schockiert. Schade. Nee, gut, Trin ist eine nette Frau. Voll gar nichts. Alle sichtbar enttäuscht. Wolltest du bloß einen Grund haben, zu sagen zu können, ja, ich habe sie mit gutem Grund mit dem Humpen getroffen. Ich hab's gewusst. Ich hab von vornherein. Ich hab sie mit der Fiole gesehen, da habe ich den Humpen nachher geschmissen. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Tja. Ein trauriger Umstand. Jedenfalls sind wir momentan dabei, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber wer sollte so etwas tun? In unserem kleinen Dörfchen passiert nie etwas Ungewöhnliches. Suchen wir ja heraus. I doubt it. Wir haben da so ein, zwei Geschichten gehört. Ich weiß von nichts. Vielleicht auch besser so. Jedenfalls habe ich nicht mitbekommen, dass irgendjemand den Brei auch nur angerührt hat. Außer natürlich Amora, die ihn gemacht hat, Finnick, der ihn aufgetan hat, und ich, der es serviert hat. Amora, du. Ich habe euch. Ja. Ja. Gut. Dann sollten wir Finnick ausschließen. Wollte Amora. Amora wollte, dass wir Rosmarin aus dem Wald holen. Das war nicht Amora wollte, dass Edera wollte das. Edera wollte, dass wir. Okay, egal. Wir haben alle Probleme mit dem Namen. Essen hat sie auch jetzt schon an den Tisch gebracht, ne? Naja, Entschuldigung. Ja, sie hat euch zwischendurch mit Essen versorgt. Es gibt etwas Brot. Und cool, die fressen uns die ganze Zeit bei irgendwelchen Dorfbewohnern durch und jeder könnte uns vergeben. Aber wir wissen, weil der Erste von uns umkippt, ne? Ja. War es einer von denen, mit denen wir davor gesprochen haben. Ja. Genau, und dann kommt, ihr seid dann alle tot, dann kommt Colt Garley. Was für ein ungünstiger Unfall. Haben sie alle verschluckt? Gleichzeitig verschluckt. Dauerlich. Ja, zum Glück bin ich noch unter dem Einfluss vom Gegenmittel. Noch irgendjemand, irgendeine Idee, was wir fragen könnten? Irgendwas, was ihr noch wissen wollt? Was ist eure Meinung zu dem Goblin Finnick? Finnick, genau. Finnick Padley ist ein ganz, also für einen Goblin netter Geselle, sehr ruhig, zurückhaltend, scheu. Wie gut versteht er sich mit Amora? Ganz gut.
Aber der alte Fulst hatte ein wenig Probleme, sich mit ihm anzufreunden, aber Delmer konnte ihn überreden. Eine kostenlose Arbeitskraft mehr. Da kann sich doch jeder freuen. Ich wollte schon sagen, wer ist denn jetzt dieser Fulst, aber der Bürgermeister? Das kann ich mir vorstellen, dass der Fulst was dagegen hatte. Mhm. Seine ganze Familie wurde von Goblins getötet. Ja, ja. Im Krieg. Hm. Er ist nämlich sehr alt. Ja, das ist uns aufgefallen. Wir haben ihn durch das Dorf geschoben. Ach, das ist aber lieb von euch, dass ihr euch um den alten Fritz kümmert. Ja, wir hatten gar keine Hintergedanken. gut, dann. Ich würde hier nicht so lange verweilen wollen. Schließlich wollen wir ja... Auch eine Frage. Könnte es sein, dass der Rühmbrei, der für uns bestimmt war, eigentlich an einen anderen Tisch hätte gehen sollen? Nein. Soweit ich weiß, also hat Amora extra für Bord die große Schüssel gemacht. Mhm. Weil er ihn so liebt. Das ist sein Lieblingsnachtisch gewesen. Verstehe. So habe ich zumindest gehört von Amora. So hat er gesagt am Tisch, ja. Ist ja auch ganz lecker. Jedenfalls, ja, nicht wahr? Rüben sind schon was Feines. Ich habe noch nie so gute Rüben gegessen wie hier. Vor allem nicht so viel. Ja. Gut. Wir machen dann mal los hier und möchten noch mit Yalom sprechen und mit Finnick. Passt auf euch auf. Und passt ihr auf euch auf? Ihr wisst schon, also wegen der Wildschweine. Eine Frage habe ich noch. Ja? Wüsstet ihr zufällig, wer ein Motiv hätte, Bord umzubringen? Ich würde niemanden kennen, der etwas gegen Bord haben könnte. Das sagst du wieder. Hallot vielleicht, der schlägt ja auf jeden ein. Hallot, ja. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee, weil der Handelszug von Bord einfach zu groß ist. Also normalerweise legt er sich nur mit den Kleinen und Schwachen an. Mit Phoenix zum Beispiel. Ja, oder mit Rold. Ein ganz mutiger. Wow! Mit den kleinen, schwachen, also dem Büttel. Okay. Gut, dann bringt das Wildschwein einfach zur Taverne. Ja, wir werden da was zubereiten, mein Mann. Gut. Dann würde ich aufstehen, noch ein Stück vom Brot nehmen und gehen. Ihr verlasst alle Trins Haus? Ja. Warum fragst du das so? Sehe ich irgendwo Glasfiolen herumstehen? Genau, da stehen so drei Glasfiolen mit grünem Inhalt. So am Schrank. Drüber so draufgeschrieben Gifte. Und daneben noch ein bisschen Brot, was sie uns gebracht haben. Erstickende Gifte. Und so ein Bild von Bord mit Pfeilen drin. Nein, ich mochte Bord. Ich wüsste gar nicht, ob ich was gegen Bord haben könnte. Nee, dann. Ihr verlasst alle Trinzettel? Ja, wir verlassen alle Trinzettel. Marnie kommt mit euch und macht sich sofort an die Arbeit, das Wildschwein dort zu bearbeiten, weil er es einfach nicht wegkriegt. Zu schwer. Dabei wollte ich ihm gerade helfen. Nein, wir haben Arbeit. Du kannst jetzt nicht eine Stunde nicht um das Wildschwein kümmern. Ja, aber das ist mein Job. Das mache ich Tag ein, Tag aus. Dein Job ist es, den Mordfall aufzuklären. Wir sind da noch 4 Wochen hier. Was tut ihr jetzt? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was mittlerweile Amora betrifft. Es könnte einfach nur zusammengesponnen sein aus den ganzen Geschichten, aber... Ich weiß auch nicht. Naja, sie ist noch nicht so lange hier, gehört nicht zu den Familien, die hier eingesessen sind. Und es gibt wohl eine Tochter von der alten Hexe und sie ist die Köchin. Sie könnte das Essen am ehesten noch vergiftet haben und kann auch echt gut kochen. Und Hexen sind ja immer gut Köche, oder? Also in den Geschichten. Nur weil sie dunkelhäutig ist. Bitte? Kümmer dich weiter um das Wildschwein. Das ist Chiliax.
Ist aber auch nur, weil wir keine anderen Anhaltspunkte haben. Das ja, ist wahrscheinlich. Das ist einfach ja, wir sollten auf jeden Fall noch den Goblin befragen. Ja. Und Yalom. Und Kolnral vielleicht? Sollten eigentlich alle befragen. Na, mit Kolnral hatte ich schon gesprochen. Keine interessanten neuen Informationen. So wie alle hier. Niemand scheint etwas zu wissen. Und niemand scheint. Ja, der Bürgermeister wusste schon ziemlich viel, aber nicht über den Fall. Niemand scheint auch was gegen Bozzo gehabt zu haben. Ja, ich wüsste auch. Also, wenn dann. War es einfach nur ein zufälliger Mord? Nein. Aber, also, warum? Wozu? Außer man möchte hier Chaos stiften. Verwirrung. Oder möchte, Panik. Dass einige Leute hier bleiben. Vielleicht ist das Ganze nur eine Ablenkung und eigentlich ist etwas ganz anderes im Gange, mit was mit diesen Wölfen zu tun hat. Die ja durch Alchemie irgendwie zu dem wurden, was sie jetzt sind. Und das Gift wurde ja, also logischerweise auch durch Alchemie hergestellt. Das ist soweit richtig. Ich bin immer noch der Meinung, es sollten mehr vergiftet werden, aber es ging schief. Achso. Du denkst, ich könnte mir vorstellen, dass die Person mit dem Gift vielleicht dachte, dass diese extra große Schüssel für mehr als eine Person war. Also, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es ein gezielter Mord war, sondern eine Ablenkung gewesen sein sollte, dann sollten wir auch nochmal im Kopf durchgehen, was dieser Mord in Gang gebracht hat. Ist ja noch nicht viel. Nee, während, in diesem Dorf. Während ihr das so besprecht, geht ihr ja Richtung Norden wieder, Richtung Dorf und kommt an den Feldern. Na, hey, stopp. Wir gehen nicht in Norden Richtung Dorf, wir gehen Westen Richtung Feld. Naja, ihr müsst ja ein Stückchen, wenn ich mich recht entsinne, genau, ein bisschen nach oben, um an das Feld direkt im Westen zu kommen. Hier geht es auch noch nicht ganz so gut. Hier ist der Weg. Ja, ihr könnt auch den Weg, es ist mir gleich, welchen Weg ihr nehmt, ob ihr dann über die Wiesen geht oder über den. Jedenfalls geht ihr den Weg entlang und seht dann auch auf den Feldern die ersten Bauern, die dort die Felder bearbeiten. Hey, ihr dort! Die Bauern erheben sich alle und schauen zu dir rüber. Wo ist Yalom? Mehrere Hände zeigen in eine Richtung. Danke! Gut. Die Verräter allesamt. Einer davon war Yalom. Ja, die zwei haben sich Yalom gezeigt und die haben einfach nur weiter, aber von hinten sieht es halt aus, als würden alle in eine Richtung zeigen. Ja. Ihr kommt auch, wenn ihr möchtet, zu dem Mann, auf den sie gezeigt haben, ohne Probleme. Ja. Yalom! Er hebt seinen Kopf, er hat so eine merkwürdige Strohhaube auf, um sich vor der Sonne zu schützen. Schaut zu euch rüber, an seiner Lippe ein kleines Muttermal. Seine Augen zusammengekniffen, der Hut tief im Gesicht, sodass die Sonne ganz abgedeckt wird. Ja? Wir würden gerne mit dir sprechen. Über gestern Abend. Aber das macht ihr doch. Ach so, über gestern. Was ist denn? Gibt es irgendein Problem? Was? Ich habe eine Idee. Ich übernehme das. Ich gehe zwei Schritte vor. Warum hast du Borka gefüllt? Ich habe Bord und dich vergiftet. Was soll das? Ich so traue. Wer soll es sonst getan haben? Nicht doch. Ich packe ihn so. Gesteht! Mein Kopf. Ich weiß nicht, was soll ich gestehen? Ich habe doch nichts getan. Ihr müsst mit Ulf und Ulf sprechen. Die haben mich total über den Tisch gezogen. Über den Tisch. Was soll das heißen? Beim Kartenspiel. Und? Ich habe so viel Geld verloren. Und? Diese elenden, Betrüger und so. Aber das hat doch mit dem Mord nichts zu tun. Wenn wer ein Verbrechen begeht, kann auch ein anderes Verbrechen begehen.
Ich glaube, vom Trickbetrüger, wenn überhaupt, zum Mörder ist schon ein großer Sprung. Außerdem, körperliche Gewalt ist auch ein Verbrechen. Ja, und ich frage mich, wer wohl die Schlägerei angefangen hat. Na hier, vielleicht dieser tollpatschige Sepp Kolnral war das. Er ist gestolpert und ihr habt die Schlägerei angefangen. Ja, nein. Vielleicht hast du das auch nur als Vorwand genommen. Das ist eine ungünstige Verkettung von Dingen gewesen. Dann erklärt mal die ungünstige Verkettung. Na, er ist tollpatschig, wie er ist, in mich reingerannt und hat das Bier über mich verschüttet. Und es ist gleich ein Grund, ihn zu schlagen. Es gab da nicht irgendwie eine Auffälligkeit, als er absichtlich möglicherweise gegen... Warum frage ich das überhaupt? Ja, er ist tollpatschig und mir in den Rücken gerannt. Lügt er? Wahrnehmen, nein, tut er nicht. Na gut. Aus dem kriegen wir sowieso nichts. Habt ihr während der Schlägerei irgendwen aus der Taverne rennen sehen? Ich war etwas beschäftigt. Ja oder nein? Nein. Überlegt es euch ganz genau. Ja. Also ja, ich habe es mir ganz genau überlegt. Nein, ich habe niemanden gesehen. Oder könnt ihr euch einfach nicht erinnern? Ja. Wisst ihr, der gestrige Abend ist so eine diffuse Mischung aus Bildern diverser Zeitabstände. Ich bin beeindruckt. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das Wort diffus kennt. Ah. Diffus. Das und ist, divers. Kennt man doch. Ja, es heißt der Fuß. Richtig. Entschuldigung. Also es ist eine diffuse Mischung. Ganz richtig. Ganz richtig, Kelber. Das sind weniger Informationen als erhofft. Ja, dann hab... Tja, viel Spaß noch bei eurem Schädel. Oh, danke. Ihr habt's besser gemacht. Nein, das war eine Lüge. Vielleicht solltet ihr über euren Alkoholkonsum nachdenken. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen angenehmen Tag. Er hat recht, ich sollte wieder was trinken. Aber was hat er nicht gedacht? Ich hole meine Querflöte raus. Ne? Ich meine Fiedel, die nicht spielen. Ich spiele seit neuestem Dudelsack. Such den höchsten und nervigsten Ton auf der Querflöte. Ihr lasst Yalom zurück? Ja. Yeah. Ganz ehrlich, der hat so viel gesoffen. Der kann sowieso nichts machen. Selbst wenn er gewollt hätte. Ja, selbst wenn er ihn vergiftet hat, weiß er es wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ja, er hat einfach einen Seitenriss. Die nächste Person, die wir befragen, sollten wir irgendwie über eine Klippe halten oder so. Über den Fluss wäre doch gut. Ja, aber so weit schleppen. Vielleicht ein wenig extrem. Das scheint schneller zu sein. Verzweifelt. Wir brauchen irgendwelche Anhaltspunkte. Ich nehme an, ihr begebt euch. So kommen wir nie weiter. Ich nehme an, ihr begebt euch jetzt zurück in Richtung Dorf? Dorf. Wir wollen jetzt zu Finnick, obwohl ich auch gerne noch zu ihr transhügeln möchte. Aber wir gehen erstmal zu Finnick. Okay. Ihr geht zurück ins Dorf und hier machen wir eine kleine Pause. Ich gehe doch zu ihr transhügeln. Auch dort machen wir eine kleine Pause. Hier irgendwo. Ja, Alarm! Komm her! Wir stellen uns auf Etrans Hügel und rufen ganz laut: Ja, Alarm! Alarm! Ja, 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 Alarm!